Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Merrick getauft und wir wollen hier gemeinsam spielen. Wir spielen immer noch unser wunderbares Fallout 3, unseren Klassiker. Sind gerade in Megaton, machen so ein paar Aufgaben für Moira. Waren jetzt in der letzten Folge für ihr den Super-Duper-Mart leer räumen. Ja. Mal gucken, wo es diesmal hingeht. Was sie noch für komische Sachen von uns will. Aber wir werden das schon hinkriegen. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und auf ins Wasteland. So, dann wollen wir mal ein Wie sind bisschen denn Kram diese heißen andrehen. kleinen Ka Sil Na? Ich war noch nicht da. Ich So. So, dann wollen wir den ganzen Mist mal verkaufen, der hier mit uns, den wir hier mit uns rumschluren. Den Food Sanitizer behalten wir, der bringt uns ein bisschen bessere Health-Punkte für Food. Wenn wir welches haben. Was wir aber verkaufen können, ist der Jet. Mentats, weg damit. Meth, weg damit. Psycho behalten wir für den Notfall. Scotch kann weg. Thorazin, keine Ahnung, was das ist. Healing Power, ja, von mir aus auch das können wir behalten. Wodka verkaufen wir. Bottle Cap, nein, weg damit. Mini-Nuke, weg damit. Shotgun Shells brauchen wir noch. Restliche Munition behalten wir auch. So. I have to go now. Keine Gut, Option, ja. dann wollen wir uns mal eben noch ein gemütliches Bettchen suchen. Hui. Dass wir unsere Trefferpunkte wieder hochkriegen, bevor wir gleich ins Wasteland starten. Was geht ab? Mieten wir uns mal eben hier bei, wie hieß sie? Nova? Mieten wir uns mal eben Nova und ihr Bett. Weil, dann gehen die Hallo. Trefferpunkte wieder hoch. Also, ich Hallo. arbeite. Wie du arbeitest, ich weiß. Für Ein Zimmer dich? für mich mit Ein Zimmer Gesellschaft. und etwas Gesellschaft für 120. Ja, 120 Kronkorken klingt okay. So. Ja, ich passe auf mich auf. Hallo. Das ist das, glaube ich, ne? Genau, das mit dem Doppelbett. Wie sie das ja gerade gesagt hat. Schlafen wir mal 13 Stunden, danach sind wir auch wieder fit und auf den Beinchen. Genau. Und dann gucken wir mal. So, Moira. Moira ist mitgekommen. Nicht Moira, Hallo. Nova. Nova ist mitgekommen. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war. Da gab es dann auch noch so ein. Das Kingdom Come war das, glaube ich. Da gab es dann auch noch, wenn du. Dann hast du noch einen Punktebonus gekriegt, wenn du jemanden mit aufs Zimmer genommen hast. I feel a bit thirsty. Ja, man könnte da unten aus dem Wasser saufen. Ist aber, glaube ich, nicht so gesund. So, da hinten geht's raus. Wenn ich ab und zu mal ein bisschen komisch rumspacke und mich komisch zappelig bewege, liegt das daran, dass Fallout dann irgendwie die Maus nicht mehr gecatcht hat und dann ist die Maus aus dem Fenster raus und dann Minimeter, da muss ich mal wieder reintappen. Das hakelt dann manchmal etwas. Das Spiel ist halt weder darauf ausgelegt, auf Windows 10 gespielt zu werden, noch dass man es mit drei Bildschirmen im Infinity spielt. Ich spiele jetzt im Fenstermodus, aber muss das Spiel halt auch können. Extra Options. Nein. Default Weapon Settings. Default Fire Mode soll sein Burst. So. So. Dann müsste er nämlich jetzt. Genau. Braucht ihr nicht die volle Automatik. Wenn ich die Automatik haben will, schalte ich sie auf Automatik um. Hui, ein Salto, eine Riesenarbeiterameise. Also jetzt ist nur noch ein Riesenhaufen Ameisenfleisch.
Also für die Knarre hier könnte es sich echt lohnen, wenn ich da immer nochmal den Extended Magazine Mod mir besorge. Aber mal gucken. Hier scheint es radioaktiv zu sein. So, nochmal auf das Ding. Medical Brace, unbedingt her damit. Zweites Gewehr auch her damit. Kann nicht schaden. Wieso ist die Powerfist nicht mehr auf? Ach, so häufig ist ja gar nichts mehr drauf. Auf 7 kann mal die Assault Rifle. Ja, für den hier auch. Zack. Stiefel in die Fresse. Für dich auch. Ach ne, du kriegst doch die Powerfist in den Nacken. Mal so einen Molotov-Cocktail. Wow! Was will er denn hier? Der hat einen MP. Sieht nach einer Stan aus. Und ich habe eine Handgranate. Jetzt hat er keine MP mehr. Also er hat sie schon noch, aber er ist tot. So. Sehr schön. So, was brauchen wir denn? Sprengstoff kann, glaube ich, nicht schaden. Auf jeden Fall muss ich, Reparieren hochbringen und Nahkampfwaffen müssen über 40. Sprengstoff lassen wir bei 25. Kleine Waffen. Energiewaffen, Feilschen, Sprengstoff, große Waffen. Ja, bringt aber nichts. Sprengstoff muss weiter nach oben. So. Dann nehmen wir. Ich kann doch eine Power Armor tragen. Ich trage eine Power Armor. Ist egal. Insektenforscher. Tense Training. You can put a single point into any of your special attributes. Nee. Winter Soldier. Nee. Steed. No. Ich auch nicht, das bringt es nicht wirklich. Ich habe ja kaum Big Guns. Can remain twice as long. Ja. Wobei, Insektenforscher, Little League, heller Kopf. Mehr Erfahrungspunkte ist immer gut. Ja. Gerade auf dem niedrigen Level, was wir hier sind. Das kann nicht schaden. Kirk, eine Stan hat er dabei. Ah ja, und ein Pack of Cigarettes lohnt sich auch, das einzusacken. So, uns die Schule mal angucken hier, ich würde sagen, ja, wa? Conductor, Fission Battery, Gas Tank und Handbrake. Ja. So. Da oben ist eine Tür, da gehen wir rein. Ja, werde ich das? Erstmal hier. Der will nicht. Okay. Ja, ja. Was hat er denn da? Eine M14, wa? Hat
die gesessen, die Frag? Hier, für dich, mein Freund. Noch eine hinterher. So. Oh shit, die liegt schlecht. Oh, ja, steh wieder auf, Mensch! Ja. Hat er schlecht geworfen. Der Computer hat schlecht geworfen. Versuchen wir es nochmal. Diesmal nehmen wir gleich die Handgranaten. Bitteschön. So, den sind wir los. Ja, wir haben ein paar viele hier. Habe ich jetzt alle? Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell mal ein Stimpack reinpfeifen. Jetzt wirst du in Stücke gerissen. Ein Scheiß. Ich nagle dich mit den Ohren an meine verdammte Auswand! Was sind die denn alle? Pistole in 223. Da ist einer direkt vor mir. Vorsicht! Los, noch eine. So. Bibliotheksschlüssel klingt schon mal gut. So. Oh, mein Schädel ist wieder verkrüppelt, wa? Shit. So. Hi. Tschüss. Frag-Grenade, Molly, Shotgun-Muni, den anderen Mist brauche ich nicht. Was hast du so dabei? Du hast nur die Badlands-Armor. Alles klar. Sehr schön. Nuka-Cola. Ich mag Nuka-Cola. So. Mal das Licht an, dass man noch was sieht. Also ich kann ja verstehen, dass die böse aussehen sollen, aber wenn die über Leichenteile rumliegen hat, das stinkt doch. Naja. Leer. Wir brauchen einen Arzt. Wir haben hier einen blutigen Anbringer. Braucht ihr einen Arzt? Ihr braucht einen Sarg. Kinders, ihr braucht einen Sarg. Kein Arzt. Sarg, das ist was anderes. Hand-me-down Raider Armor. Oh, Wert 180. Die nehmen wir mit. Werde ich zwar nicht anziehen, aber verkaufen kann ich die. A, B, C, D, E, F, G. Okay. Ach ja, ist ja eine Grundschule. Da war ja was. Da ging es wieder raus, ne? Ja, genau. Das ist der Haupteingang. Wo ging es denn hier runter?
Hier ging's runter. Ne, hier geht's hoch. Dann gehen wir nach oben, ist auch okay. Hier waren wir schon mal, hier sind schon alle tot. Was soll ich haben? Angst? Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe eine Kalaschnikow. Die regelt das. Oder zumindest irgendwas, was aussieht im entferntesten Sinne wie eine Kalaschnikow. Was könnte bloß hinter der Tür sein? Ist es vielleicht ein Raiderhund? Zwei Schussbursts, sehr schön. Achso, hier ist ne, da ist nichts Interessantes drin. Aber wir haben Duck and Cover. Verschlüsselt, das ist immer gut. .45 ACP. Ich glaube, ich habe noch nicht einen hier gesehen, der eine .45 ACP-Waffe dabei hatte. Egal. 3706 hatten wir unten schon, den mit der Garand. Die habe ich, glaube ich, jetzt, ne? Habe ich nicht irgendwo eine M1 dabei? Ah, okay, da fehlt mir noch der Skill für. Wie sieht denn das Ding aus hier? Was zum Teufel ist das Hässliches? Wie soll die denn funktionieren? Hä? Hm. Einigen wir uns drauf, sie ist echt hässlich. Egal, die probieren wir gleich mal aus da unten. Im Lower Level der Springvale Elementary. Wird lustig. Jetzt geht's los. Bleiben Sie doch mal ruhig. Sonderlieferung. Burp, dies hin. So, er da. Er hat doch den scheiß Ripper, ne? Ja, hat er. Ne, hat er doch nicht. Haben wir schon mal effizienter gesehen, das Räder-Tötungsgeschäft, aber ist okay. Vielleicht sollten wir uns nochmal ein Stimpack reinpfeifen. Schaden kann es ja nicht. Ausgang. So. Liebe Kinder. Boah, puste das, ey. Alter Schwede. Ach, das hier ist ja das. Ja, ja. So. Psycho und ein bisschen Jet. Ein paar Bottle Caps. Wir gucken erstmal die Schule weiter durch und dann gehen wir da unten in den Tunnel rein, würde ich sagen. Aber hier scheinen wir schon fertig zu sein. Da würde ich sagen, wir gehen da unten in den Tunnel mal rein, wa? Aber es graust mir. Oh, was ist hier? Achso, es graust mir etwas davor, da reinzugehen. Da ist bestimmt einiges an Arme. Ist da wohl noch so eine Ameisenkönigin drin ist? Man weiß es nicht. Bin ich noch irgendwo verkrüppelt? Nein, bin ich nicht. Warum die überall Sandsäcke aufgestapelt? Sind die doof? Da kommen die nächsten Ameisen.
feel somewhat hungry. Ja, toll. Assault Rifle, Jet, Stimpak. Ein paar mehr. Oh nö, es liegen die alle hier drauf, oder was? Wie konnte man denn noch? So. Können wir mal ein Buch runtergehen, ich will das Buch haben. Chinese Army Spec Ops Training Manual, ja. Kann ich hier hoch? Nein, das ist eine Sackgasse, okay. Ja, es ist halt noch nicht ganz ausgereift mit dem Clipping. Da komme ich nicht durch. Wo haben die sich versucht hinzugraben, frage ich mich. Seltsam. Na gut. Mir doch egal. Und da sind wir gekommen, ne? Dann gehen wir hier weiter. Ah, okay, das war's schon. Gut. Dann, ich würde sagen, gucken wir uns die olle Schule nochmal durch da oben. Und dann geht's weiter. Gucken, ob wir hier noch was finden. Da ist noch eine Tür, die ist noch zu. Ah ja, hier geht's wieder zurück zur Schule. Hier war ich schon. Ja, da war ich schon. Das kommt mir alles schon so bekannt vor hier. Local Map. Ah. Lower Level, Ödland der Hauptstadt, Ödland der Hauptstadt. Ja, dann gehen wir hier wieder raus. Würde ich mal so vorschlagen, wa? Genau, hier liegt die olle Maulwurfsratte. Stimpaks. Small Destroyed Book bringt mir jetzt nichts. Aber Bier, ja, kann man verkaufen. Redaway ist nie verkehrt. Bier bringt immerhin Kohle. Pilot Light bringt auch Kohle. Oh, ich bin schon wieder fast vollgeladen. Muss man ja mal ein bisschen aussortieren. Oh, wieder sehr viel Scheiß mitgenommen. Müssen wir da ein bisschen durchsortieren, ein bisschen was essen. So. Raus aus dem Laden. So. Haben wir jetzt hier Assault Rifles, 10mm Pistols? Die sind natürlich Schrott, die Dinger. Die Hunting Rifle können wir nicht reparieren. Garand, ja, warum aufheben bringt es eigentlich auch nicht. Ne? Wir nehmen sie erstmal mit und wenn es uns irgendwann auf den Sack geht, dann schmeißen wir sie weg. Zweimal Potato Crisps, sonstiges. Irgendwas, was nichts bringt. Die sind zwar schön, aber die sind schwer. Die schmeißen wir weg. So. Dann gucken wir die Butze da oben nochmal durch, ob da noch was liegt. Also die da. Wenn es hier auch nichts zu looten gibt, dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Oh du Gott. Happy Birthday, fuck you. Wer ist fuck you? Nee. Du bist fuck you, alles klar. Hallo fuck you. Der Desert Eagle. Okay. Boah, anscheinend war es eine 44er Deagle, okay. Gibt's ja auch als Kaliber 50. Hack. Bobby Pin, der kann sich wieder lohnen. Hier haben sie wieder an der Wand genagelt. Raider nageln gern Menschen an die Wand. Weiß der Teufel wieso. Raiders Note. Die wollen wir uns nochmal durchlesen. Oh, was steht hier? Das ist alles leer, ne? Ja. Hula Girl. Kann man die irgendwo sammeln? Nee, ne? Ach, nerv nicht.
Ein X. Ach, das haben sie gegenüber aus der Schule geklaut. Okay. Ja, mache ich auch immer, wenn irgendwo alles zerstört ist. Oh, guck mal, haben so eine Granate in die Leiche gestopft. Ich klaue dann auch generell die Buchstaben aus der Schule. Ja, mache ich auch mal. Die Uhr ist cool. So, was wollte ich gucken? Genau, ich wollte mir das Dings durchlesen. Notizen, Radar Note, da ist er. Okay, er hat tatsächlich Geburtstag gehabt. Es geht mir so auf die Nerven, mit diesen Arschlöchern in der Schule zu arbeiten. Ich bringe die alle um, wenn ich es könnte. Okay. Sie sind ja alle schon tot. Hab ich ja schon für ihn erledigt. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo wir noch so landen. Oh mal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter nach Minefield, was ja da oben irgendwo ist. Gucken wir mal. War hier nicht irgendwo noch ein Dörfchen, wo ich neulich drin war? Springvale? Nee. Doch. Schule von Springvale. Das ist dieses kleine Dörfchen, ne? Nee. Nee, Quatsch, war es nicht. Big Town. Genau, ich würde sagen, wir machen den Umweg über Big Town. Da können wir vielleicht was verkaufen. Das macht Sinn, ja. So sieht also eine Schule aus, nachdem ein Atomkrieg über sie weggezogen ist. Tja. Die Schüler, die da noch drin waren, waren auch irgendwie nicht sonderlich nett. Ich glaube, das waren immer nur die Problemschüler, die da noch waren. Ja, denke ich mal. Sonst hätten die ja nicht auf mich geschossen, sondern mich sich gefreut, dass ich ihnen was beibringen möchte. Denke ich, bin ich mir sehr sicher. Tja. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da, ich würde mich drüber freuen. Folgt mir auch gerne auf Twitch, schaut mir dazu, ich streame ja auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Ist unten verlinkt, auch da freue ich mich über jeden, der mir zuschaut. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal im Wasteland.